begrüße Sie ganz herzlich zu 99 Fragen an Katja Suding. Es ist ja klar, dass die Zeit sich sehr genau überlegt, wen man da auf die Bühne bittet zu seinem spannenden 99-Fragen-Gespräch. Das haben dann auch gleich alle gedrängelt, Udo Lindenberg und Jan Delay und so weiter. Wir haben gesagt, super spannend, aber wir wollen jemand Spannenderen, wir wollen die Chefin der Hamburger FDP, Katja Suding, die sensationell im Februar mit 7,4% den Wiedereinzug in die Hamburger Bürgschaft geschafft hat. Frau Suding, Ihnen ist das ja alles völlig klar, aber ich sage es auch nochmal dem Publikum. Wir machen hier einen Haufen Fragen, 99. Der Gag ist, dass Sie kurz antworten. Und wenn Sie das Gefühl haben, liebes Publikum, jetzt geht es so langsam los, mit dem Interview sind wir dann schon fast fertig. Und jetzt ballern wir hier los. Wo ist hier das Licht? Ihre Lieblingsjoggingstrecke, Frau Suding, wo ist die hier in Hamburg? Hier ist ein Rissen in der Heide. Irgendwann eine Elbe durch den Wald in der Heide. Und wie viele Stunden Yoga waren es heute am Donnerstag die Woche schon? Ich war noch gar nicht beim Yoga, aber ich war schon einige Stunden beim Sport. Yoga ist für nächste Woche wieder angesagt. Und sind Sie total sympathisch? Die einen sagen so, die anderen so. Und sind Sie ganz frech? Das kann ich sein, wenn man mich richtig ärgert. Das habe ich nicht gehört, akustisch. Ich kann richtig frech werden, wenn man mich wirklich ärgert. Und ist das eine Strafe, wenn man so irre gut aussieht, wie Sie aussehen? Nun ja, man kann bestimmte Dinge damit tun. Und ist das eigentlich die perfideste Kritik vom politischen Gegner, wenn er Ihnen sagt, dass Sie fotogen sind? Nein, überhaupt nicht. Das ist doch ein so nettes Kompliment. Und bei welchem Popsong aus den 90er Jahren picken Sie aus? Ja, das ist ja wirklich meine Zeit. Da gibt es ja ganz, ganz viele. Titel kann ich mir nicht merken. Aber in den 90er, das ist schon wirklich meine Zeit gewesen. Und was ist für Sie so ein Auspick-Ding, eher Hip-Hop? Das eine oder andere vielleicht, aber eher im Bereich der Popmusik, wie man so schön sagt. Und sagen Sie, reich heiraten hat noch niemandem geschadet? Dem einen oder anderen hat es sicherlich geschadet. Mir ist es nie zuteil geworden bisher. Und sagen Sie, Frau Suding, jetzt geht es wieder aufwärts mit der FDP? Definitiv, haben Sie ja gesehen. In Hamburg werden wir am Sonntag wieder in Bremen sehen, werden wir ein richtig gutes Ergebnis einfangen. Und noch lachen Sie. Wollen wir mal schauen. Frau Suding, und harte Frage jetzt hier zum Einstieg. Was hätten Sie dem Reinhard Brüderle gesagt, wenn er Ihnen dieses berühmte Kompliment gemacht hätte, was er an der Stuttgarter Hotelbar gegeben hat? Wer sagte, dass er es mir nicht gemacht hat? Wow! Hallo. Frau Suding, 7,4%. Sind Sie jetzt schon eine eigentlich unsterbliche FDP-Legende? Wir haben eine ganze Menge geschafft. Vor 4 Jahren schon hatten wir schon ein unglaublich gutes Ergebnis. Jetzt noch mehr liegt einfach daran, dass wir ein wirklich gutes Team haben. Das erste Mal auch richtig mit der gesamten Bundespartei hier in Hamburg Wahlkampf gemacht haben. Es hat sich einfach bewährt. Das haben wir in Bremen jetzt auch so gemacht. Und deswegen bin ich auch ganz sicher, dass es am Sonntag da gut wird. Und ist das eigentlich ein Mythos, dass Wahlkämpfe mit Inhalten gewonnen werden? Nein, Inhalte gehören dazu. Es ist aber ganz wichtig, dass sie von Personen verkörpert werden, die diese Inhalte auch glaubwürdig und authentisch vertreten können. Das ist ganz, ganz entscheidend. Und wie hat sich der Christian Lindner bei Ihnen bedankt? Da kann ich mir vorstellen, dass er Ihnen irgendwie wirklich ein persönliches Geschenk oder ein sehr besonderes Geschenk gemacht hat. Können Sie das uns verraten? Es gab am Montag in der Präsidiumssitzung in Berlin einen wirklich schönen Blumenstrauß für mich, einen großen, schönen Blumenstrauß. Und im Nachhinein, Frau Suding, das berühmte 3-Engel-für-Charlie-Bild, was im Gala erschienen ist mit Ihren Kolleginnen, war das bescheuert? Nein, überhaupt nicht. Das war ja ein Interview, das sicherlich die meisten von Ihnen auch gelesen haben werden. Und ich finde es einfach wichtig, dass Politik eben auch dahin geht, wo man auch Menschen erreicht, die nicht jeden Tag die politischen Magazine im Fernsehen oder die Tageszeitungen lesen. Und genau das haben wir getan. Und für welchen Inhalt steht jetzt das berühmte
neue Magenta im FDP-Logo, im neuen Logo. Für welchen Inhalt steht diese tolle Farbe? Steht auch für die Rückbesinnung auf liberale Inhalte, die eben nicht nur beinhalten, dass wir einen Staat brauchen, der mit Geld umgehen kann vernünftig, sondern auch für Chancen durch beste Bildung sorgt, für eine Selbstbestimmung in allen Lebenslagen, für einen Staat, der es uns einfach macht. Also für alles das, was eben den Liberalismus umfasst und das ja vielleicht ein bisschen auch in den letzten Jahren etwas in Vergessenheit geraten ist. Frau Solingen, jetzt möchte ich von Ihnen, ist natürlich auch gemeint, auf den Stand eine wirkliche politische Überzeugung hören. Ganz kurz, bitte so 5 Sekunden lang. Ich möchte, dass wirklich jedes Kind, ganz egal aus welchem Elternhaus es kommt, egal in welchem Stadtteil es aufwächst, auf welche Schule es geht, die besten Chancen hat, wirklich richtig, richtig gute Bildung zu bekommen und damit auch ein eigenes, selbstbestimmtes Leben zu führen. Das ist ganz, ganz wichtig und da müssen wir in Deutschland noch eine ganze Menge tun. Bravo, einen Zwischenapplaus mal für diese Überzeugung. Und warum sollen die Herrschaften und die Kollegen in Bremen die Dame, die Kollegin von Ihnen wählen, wenn die noch nicht mehr in der FDP ist? Das hat damit ja überhaupt nichts zu tun. Auch da, Lenke Steiner steht für das Thema Bildung. Bremen ist das Schlusslicht im Bereich der Bildung. Auch da muss besser mit Geld umgehen werden. Und Bremen hat unglaublich viele Chancen, ist wirtschaftlich eigentlich sehr, sehr stark, nutzt die Chancen aber nicht. Und das sind alles Dinge, die Lenke Steiner mit der FDP Bremen glaubhaft verkörpern kann. Und deshalb braucht es die FDP mindestens als Opposition dort wieder in der bremischen Bürgerschaft. Wie heißt Ihr Jack Russell Terrier? Ich habe keinen, ich habe nicht mal einen Vogel. Was hat Ihr Reitpferd gekostet? Auch kein Reitpferd. Und Frau Suding, woran erkennen Sie, das traue ich Ihnen irgendwie zu, das zu wissen, woran erkennen Sie den Unterschied zwischen einer Perlenkette und einer Zuchtperlenkette? Woran erkennt man das? Ich würde ihn nicht erkennen. Würden Sie auch nicht erkennen? Und ist bei Ihnen denkbar, dass Sie um so ein hochgestelltes Polohemd herum, einen hochgestellten Polohemd tragen herum, eine Perlenkette tragen? Ist das denkbar? Für mich persönlich undenkbar. Ich habe nämlich nicht meine Perlenkette. Frau Suding hat keine Perlenkette. Und gehen Ihnen die Frauen auch so auf die Nerven, die sich einen Hund wie so eine Handtasche kaufen? Ja, da bin ich ganz tolerant. Und wie sah Ihre letzte Handtasche aus, die Sie sich gekauft haben? Ich glaube, ich erinnere mich nicht. Ich glaube, es war eine schwarze. Und die habe ich aber nicht mir selber gekauft, die habe ich geschenkt bekommen. Eine schwarze. Und was macht man genau als PR-Beraterin? Was macht man da eigentlich? Man berät Unternehmen in ihrem öffentlichen Auftritt bei Anfragen von Medien, von Zeitungen, von TV, von Fernsehen. Man berät sie einfach dabei, dass sie das vernünftig hinbekommen. Und wie alt waren Sie, als Sie gemerkt haben, hoppla, ich werde ja Politikerin? Das war vor 4 Jahren, da war ich dementsprechend 35 Jahre alt. Wir hatten ja hier sehr plötzliche Neuwahlen vor 4 Jahren in Hamburg, als die schwarz-grüne Koalition platzte. Und dann war ich nach einem sehr kurzen, schnellen Wahlkampf auf einmal Berufspolitikerin. Kam sehr plötzlich für mich. Das ging sehr schnell, gell? Ja. Und sagen Sie mal, Frau Suding, ist das ausgeschlossen, dass Sie Ihren Doktor noch machen? Ich hab's ja wirklich mal ein Jahr lang ernsthaft versucht, aber ich glaube, das wird nichts mehr. Dafür habe ich einfach zu viel anderes zu tun. Und jetzt sage ich Ihnen mal Katja Suding-Sätze. Ich finde typische Katja Suding-Sätze. Und Sie sagen ganz kurz irgendwas dazu, was die bedeuten zum Beispiel. Ja? Oder auch nichts. Zum Beispiel der erste Satz, wenn ich nachmittags müde werde, esse ich lieber ein Stück Obst als ein Stück Kuchen. Habe ich das mal gesagt? Der zweite Satz ist positiv denken, positiv handeln. Das war der Satz auf unserer Wahlkampagne 2011. Ja, würde ich heute nicht mehr machen. Würden Sie heute nicht mehr so sagen? Ich habe den nächsten Satz, der ist, ich finde positives Denken einfach positiver als negatives. Da ist was dran, oder? Ich arbeite hart. Ich arbeite hart. Ist auch ein Satz von Ihnen. Ja, stimmt. Und ich denke, dass es insgesamt schwerer ist, für attraktive Menschen als intelligent wahrgenommen zu werden. Das kommt aus dem Gala-Interview. Und ja, auch da ist was dran, habe ich 2011 gemerkt, aber es ist immer dann doch gelungen. Und dann gibt es noch den Satz von Ihnen, warum sollte man als Politikerin nicht einfach Spaß haben? Ja, das ist ja absolut richtig. Danach lebe ich auch.
macht meine Politik gerne und meinen Job gerne, aber will auch noch ein Leben haben und will auch noch ein bisschen Spaß haben. Und jetzt habe ich hier Frau Zuding ein paar Hamburg-Fragen aufgeschrieben, ist ja wichtig, sind wir in Hamburg. Wie erklären Sie den Nicht-Hamburgern das hanseatische Du oder Sie? Was ist das? Dieses hanseatische Sie? Heißt das hanseatisches Du oder Sie? Das weiß ich gar nicht. Ich bin ja keine Hanseatin, ich benutze das nicht. Das müssen, glaube ich, andere erklären. Ich komme ja aus Niedersachsen. Da duzt man sich sowieso eher. Das ist sehr bodenständig bäuerlich. Das ist auch eine Frage, die ich hatte, warum Sie eigentlich zu Hamburg sprechen, wenn Sie aus Hannover kommen. Ich komme nicht aus Hannover, ich komme aus Vechta. Das ist ein bisschen woanders, zwischen Bremen und Osnabrück. Zwischen Bremen und Osnabrück. Und stimmt die alte Kaufmannsregel, dass es Hamburg immer genauso gut geht, wie es China etwa geht? Naja, gut, das Wirtschaftswachstum in China ist noch etwas höher als das in Hamburg oder in Deutschland insgesamt. Aber natürlich haben wir durch den Hafen eine enge Verbindung zu China, wie auch zu anderen Handelsnationen. Ein bisschen was ist sicherlich dran. Ist es ein Problem, Frau Susing, dass die ganzen interessanten Künstler von Hamburg nach Berlin abwandern? Und wie stoppen Sie diesen Wegzug? Ja, man kann ja keine Mauer in Hamburg umbauen, aber es ist natürlich schon schade, dass wir es ja nicht nur, was die Künstler angeht, sondern auch was viele kreative Unternehmen und Medienunternehmen angeht, da doch in den letzten Jahren einige Unternehmen nach Berlin verabschieden mussten. Für mich, ich hab ganz klar den Ehrgeiz, dass wir hier wieder zur Gründerstadt und auch Startup und Kreativstadt Nummer 1 werden. Vor einem Jahr, glaube ich, war das, da gab es in Hamburg Gefahrengebiete. Was mit denen? Gibt es die noch? Ja, die gab es auch nicht nur vor einem Jahr, gibt es schon sehr viel länger, werden von der Bevölkerung nicht wirklich so wahrgenommen. Vor einem Jahr hatten wir hier eben ein sehr, sehr großes Gefahrengebiet, was eben auch sehr stark kontrolliert wurde. Deswegen ist es so ins Bewusstsein der Bevölkerung gekommen, ist dann aber ja wieder in der extremen Form aufgehoben worden. Aber es gibt immer noch Gefahrengebiete in Hamburg, wissen die meisten nicht. Wo liegt denn eins? In St. Georg beispielsweise. Und wann macht ihr die Elbphilharmonie endlich auf? Angeblich soll es Anfang 2017 soweit sein. Bisher liegt alles, was wir hören, die Bauarbeiten da auch im Plan, sodass das realistisch erscheint. Und was, kurz meine Zahl, was hat das gekostet nochmal bisher, das Ding? Über 800 Millionen. Und wie geht's dem Hamburger Schauspielhaus? Alles klar da? Ja, die haben ja auch ein bisschen zu kämpfen und vor allen Dingen mit ihren Finanzen nach den Umbauten, die da stattgefunden haben und den Pannen, die dabei stattgefunden haben. Da ist noch einiges zu tun. Und wie lautet Ihr Gruß an den Rote Flora-Eigentümer Klaus-Martin Kretschmer? Hallo Herr Kretschmer. Na, ich finde es nicht sehr glücklich, wie er da agiert und denke, dass die Stadt da auch keinen so ganz schlechten Weg eingegangen ist, die Flora wieder zurückzukaufen. Wir müssen uns nur alle bewusst sein, selbst wenn das passiert, wenn wir die Flora zurückgekauft haben, sind wir natürlich die Probleme, die es da gibt, nicht los. Und wird die Elbe jetzt eigentlich ausgebuddelt? Das hoffe ich sehr, dass sie ausgebuddelt wird an manchen Stellen, dass sie vor allem auch breiter gemacht wird, weil das brauchen wir, um die großen Containerschiffe, die es mehr und mehr gibt, auch in den Hamburger Hafen holen zu können. Und das brauchen wir, um mit unserem Hafen wettbewerbsfähig bleiben zu können. Und ich weiß, dass wirklich nicht passiert ist oder passiert das nicht? Keine Ahnung. Ja, wir warten ja jetzt darauf, dass das EuGH die europäische Wasserrahmenrichtlinie auslegt, sodass dann das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig auf Grundlage dieser Entscheidung dann entscheiden und dann beschließen kann, ob das hier stattfinden kann oder nicht. Also es liegt vor Gericht, soll aber bis frühen Sommer eine Entscheidung fallen. Und wie viele Flüchtlinge kann Hamburg aufnehmen noch? Eine Zahl am besten gleich. Noch eine ganze Menge. Wir werden auch noch eine ganze Menge aufnehmen. Das ist die Rede davon, dass wir 10.000 neue Plätze in diesem Jahr schaffen wollen. Das ist ein sehr, sehr ehrgeiziges Ziel. Dazu kann man nur sagen, dass Hamburg das, wie ich finde, bisher vorbildlich macht, was die Hamburgerinnen und Hamburger da leisten, wie sie die Flüchtlinge ehrenamtlich unterstützen, finde ich toll, bin ich wirklich stolz drauf und ich hoffe, dass das so weitergeht und da ziehen wir auch mit den meisten Bürgerschaftsfraktionen alle an einem Strang, dass das eben funktioniert. Für mich immer ein totaler Schocker, wenn ich in Hamburg am Hauptbahnhof bin und da wird da auf der einen Seite den armen Menschen und eben auch den Menschen, die es nicht so gut geht, den Junkies und den Strichern immer die kleine Nachtmusik von Mozart vorgespielt. Ist das nicht menschenverachtend? Ich weiß nicht genau, warum man kennt das tut. Kennst du das, was ja, ich meine? Ist das immer noch so tatsächlich? Krass ist das, ja. Das ist immer noch so. Da läuft irgendwie so zum Menschenverscheuchen klassische Musik.
funktioniert natürlich, komischerweise. Ich komme jetzt mal zu den Emanzipationsfragen, die interessieren mich natürlich total. Frau Suding, ist denn Madonna die Größte immer noch? Ich finde ihre Musik, mag ich wirklich sehr, ja. Aber sie ist nicht die Größte, aber ist gut. Ist Hildegard Hambrücher die Größte? Das habe ich nie so empfunden, ganz ehrlich. Und unter den modernen Frauen im Moment ist Ursula von der Leyen die Größte? Nein. Und auf welche andere Frauen der FDP wollen Sie noch hinweisen? Wir haben viele tolle Frauen. Können Sie mal auf eine hinweisen noch? Dann weise ich jetzt auf Lenke Stein, unsere Spitzenkandidatin in Bremen, jetzt zur Bürgerschaftswahl. Tolle Frau. Und Frau Suding, erzählen Sie mal rasch von einer Frau, die Sie zuletzt wirklich beeindruckt hat. Muss ja keine Prominente sein, sondern ja, und eine Frau, die Sie zuletzt ganz spontan, die Sie beeindruckt hat. Meine Mutter. Können Sie noch zwei Sätze sagen, warum? Nein, das ist zu privat. Und Nervensäge Manuela Schwesig? Nein, sie nervt mich nicht. Ich bin in vielen, vielen politischen Initiativen, die sie macht, bin ich überhaupt nicht ihrer Meinung. Ganz und gar nicht. Wir haben trotzdem ein vernünftiges Verhältnis und unterhalten uns ab und zu. Was sie im Bereich der Flüchtlingspolitik macht, ist sogar richtig. Und welche Post-Feministin nervt brutal? Definieren Sie Post-Feministin? So drei Generationen nach Frau Schwarzer. Okay, da gibt es eine Menge, da wächst auch eine neue Generation an dieser Art Feministin heran. Die sind noch ein bisschen jünger als ich, die teilweise ein sehr, sehr seltsames Bild von Frauen haben, das ich durchaus nicht teile, das ein sehr verkrampftes ist. Finde ich ein bisschen seltsam, was da teilweise heranwächst. Und was macht der Vaterkomplex? Ihr Vaterkomplex? Der ist nicht vorhanden. Und wie lautet Ihr Hashtag Aufschrei? Der Aufschrei? Ja, daran habe ich mich ja nicht beteiligt. Und jetzt stelle ich Ihnen ein paar private Fragen und Sie sagen einfach, das bin ich ja nicht, das werde ich jetzt hier nicht beantworten, ganz simpel. Sie leben ja getrennt von Ihrem Mann Christian und Ihren Söhnen Johannes und Jakob. Johann und Jakob. Und da dachte ich, sind Sie vielleicht auf eine Art sowas wie die mutigste und emanzipierteste Frau Deutschlands? Nein, ich bin ja nicht die Erste, die dieses Modell lebt, aber ich bin schon jemand, der sagt, dass Frauen im Prinzip auch alles machen können, was sie wollen. Und von daher ist das einfach für uns ein Modell gewesen, was für uns funktioniert, was hervorragend funktioniert, was für die Kinder funktioniert, was zwischen meinem Mann und mir funktioniert. Und ich freue mich auch gleich, dass ich dann meine Kinder in Empfang nehmen kann und wir einen schönen Abend verbringen. Und ist Kindererziehung langweilig? Überhaupt nicht. Meine Kinder sind jetzt 11 und 12. Jetzt kommen wir in die Phase, wo das alles andere als langweilig ist, nämlich sehr nervenaufreibend, manchmal auch spannend, manchmal auch einfach lustig. Auf jeden Fall alles andere als langweilig. Und was ist das Lieblingsgericht der Söhne im Moment? Wenn ich die gleich frage, was die essen wollen, dann werden sie sagen, Mama, kannst du Chicken Tandoori beim Inder bestellen? Und haben Sie Ihren Mann für die FDP oder für einen anderen Mann verlassen? Die FDP ist männlich. Entschuldigung. Ich fragte mich gerade, ob Sie davon ausgehen, dass die FDP männlich ist. Ja, aber man kann ja sagen, Entschuldigung, das kriege ich jetzt nicht mehr auf die Reihe. Also für die FDP, für die Partei, für die Arbeit, meine ich. Nein. Und wie ist die Abmachung mit Ihrem Mann? An welchen Tagen sehen Sie die Kinder? Das halten wir komplett flexibel. Und zahlen Sie Vatergeld monatlich? Nein. Und wenn Sie jemand für Ihr irgendwie so modern klingendes Familienmodell für mich kritisiert, wer ist dann härter? Wer kritisiert eigentlich härter? Die Frauen oder die Männer? Die Männer. Die Männer sind kritischer damit. Und aber nur vereinzelt, wirklich sehr vereinzelt, aber wenn, dann sind es die Männer. Unser Mann für Hamburg fand ich natürlich super. War das frauenfeindlich? Na, überhaupt nicht. Das ist ein geflügeltes Wort, was wir genutzt haben. Es hat das Wahlplakat, das berühmt. Wunderbar funktioniert. Es sollte Aufmerksamkeit erzeugen, hat es getan. Also es war eine wunderbare Möglichkeit für uns, ab da einfach medial präsent zu sein und zu sagen, was wir wollten. Ein armer Grüner hat Ihnen einen furchtbaren Satz mal hinterhergerufen, den wir natürlich nicht auf der Bühne zitieren werden. Und da fragte ich mich, ist
ist es für Sie fast positiv, mit so einem gestrigen Show-Wie-Satz bedacht zu werden? Ich habe den gehört am Wahlabend, wo ich natürlich in einem völlig anderen Film war und habe dann erst in den nächsten Tagen gesehen, welche Wellen das noch schlug und musste da ehrlich gesagt ein bisschen schmunzeln. Was, Sie wollten dann auch ganz lässig sagen, ich verzeihe dem Herrn und weiter geht's bitte. Naja, ich hab ihn ja verziehen. Er hat, glaube ich, auch noch um Entschuldigung gebeten und ich habe ihm gesagt, dann ist die Sache für mich auch erledigt. Ist das eine Katja Suding-Spezialität, dass Sie die Frauen fast aggressiver machen als die Männer? Ich glaube nicht, dass das so ist. Und müssen Sie sich beim Begriff Powerfrau auch fast übergeben? Finden Sie den auch so unangenehm? Ein unangenehmer Begriff. So schlimm ist es nicht. Er wird auch nicht so häufig verwendet mit mir im Zusammenhang. Und schafft es die Hillary? Ihre Prognose? Ich glaube, sie hat deutlich bessere Chancen als vor 4 Jahren. Ich habe hier ein paar Christian Lindner Fragen. Musste mich irre zusammenreißen, dass ich nicht gleich 99 Christian Lindner Fragen die auch geschrieben habe, weil er mich so interessiert. Finden Sie auch, dass der Christian Lindner so eine ganz komische Ähnlichkeit mit Tim von Tim und Struppi hat? Ich überlege gerade, versuche mir gerade eine Erinnerung zu rufen, wie Tim aussieht. Wie Christian Lindner? Christian Lindner hat ganz viel Ähnlichkeit mit meinem Stellvertreter in der Bürgerschaftsfraktion. Die werden teilweise auch verwechselt. Wenn ich mit Michael Kruse unterwegs bin, unserem parlamentarischen Geschäftsführer, dann sind die Medien manchmal ganz aufgeregt, weil sie sagen, Katja Suding ist mit Christian Lindner da, was dann gar nicht stimmt. Verwechslung. Und haben Sie manchmal, also mindestens Respekt, fast Angst vor dem berühmten messerscharfen Verstand von Christian Lindner? Angst nicht, aber ich schätze ihn sehr und finde das immer wieder faszinierend, wie er den dann auch einsetzt. Übertreibt es der Christian Lindner mit diesen toll sitzenden Anzügen? Na, überhaupt nicht. Ich finde find das wichtig, finde das gut, stehen ihm gut. Nee, das soll gerne noch mehr Männer so machen. Und wissen Sie, hat er Ihnen das mal erzählt, was der Christian Lindner nach der FDP machen möchte? Da das ja noch so lange hin ist, haben wir darüber noch gar nicht gesprochen. Ich habe jetzt hier, fand ich unheimlich schwer zu notieren, interessiert mich aber auch brennend, ganz ernste, schwere Sachen. 5 Fragen zum Liberalismus. Macht Sie das auch irre, dass die Deutschen eigentlich Mülltrennung wichtiger finden als Freiheit? Ich glaube nicht, dass das so ist. Ich glaube aber, dass man den einen oder anderen immer wieder daran erinnern muss, dass er das eigentlich so denkt. Und welchen Klassiker des Liberalismus sollte man eigentlich mal lesen? Also so, weiß ich nicht, Locke oder Smith oder von Hayek oder wen würden Sie so von den großen Säulenheiligen des Liberalismus zum Lesen empfehlen? Ich würde mir da lieber eher das letzte Grundsatzprogramm der FDP angucken. Lieber das Grundsatzprogramm. Und ist das ein völliges Missverständnis, dass die FDP was mit Liberalismus zu tun hat? Schon haben wir. Die sind schon. Das ist kein Missverständnis. Auch wenn wir jetzt wieder die Freien Demokraten, die ja auch im Namen unserer Partei stecken, wieder mehr nach vorne stellen, sind wir dennoch natürlich eine liberale Partei. Und wenn die Leute beim Stichwort liberal an so Attribute wie asozial und rücksichtslos und egoistisch denken, welche Attribute würden Sie spontan nennen für liberal? Freiheitlich, zukunftsgewandt, optimistisch, fröhlich. Wow. Und warum wird von der FDP, das frage ich mich wirklich, eigentlich immer so ein philosophisch-ethischer Überbau, so eine Weltsicht gefordert? Das fordert dann von der CDU und von der SPD auch schon lange niemand mehr. Verstehen Sie das? Wir kommen eben aus einer ganz anderen Tradition, wobei ich aber im Altersgeschäft nicht das Gefühl habe, dass da dieser philosophische Überbau gefordert ist. Und warum ist der Liberalismus eigentlich nicht mehr links? Warum ist das vorbei? Liberalismus ist weder links noch rechts, sondern ist einfach liberal und von daher funktionieren da auch die Kriterien, die Sie da genannt haben, nicht. Und krankt der Liberalismus eigentlich daran, dass er eben einfach durchgesetzt ist? Nein, überhaupt nicht. Also wir sehen das ja jeden Tag, wenn wir uns angucken, was im Bund passiert, dass wir eben einen großen Bedarf haben an einer freien, demokratischen, liberalen Partei.
Da sehen wir ja immer mehr, wo Verbote gemacht werden, wo wir drangsaliert werden, wo die Abgaben in die Höhe steigen. Also wir sehen ja, dass ein Bedarf an einer liberalen Partei, die liberale Werte hochhält, dringend gebraucht wird im Deutschen Bundestag. Und wann haben Sie Ihre, in welcher Situation haben Sie Ihre Freiheit, Ihre persönliche Freiheit das letzte Mal ganz doll gespürt? Eigentlich jeden Tag, man muss es sich nur bewusst machen. Ich glaube, das könnte fast jeder von uns. Können Sie ein Beispiel geben, wo Sie dachten, wow, da ist sie ja, die Freiheit? In Ihrem Alltag? Ich hatte letzten Samstag frei, da habe ich mich persönlich mal einfach sehr frei gefühlt. Was ja nicht so häufig vorkommt, dass ich mal so einen ganzen Tag wirklich frei habe. Was haben Sie da gemacht, Frau Suding? An dem freien Samstag, was war da los? Ich war beim Sport. Natürlich, ich habe Zeit mit meinen Kindern verbracht und ich habe Freunde getroffen. War rundum gelungen. Damit Sie so eine Ahnung haben, wir sind in einer tollen Geschwindigkeit, was auch an Ihren knappen Antworten liegt. Vielen Dank. Und haben jetzt 4/5 schon geschafft. Das heißt, es kommen jetzt etwa noch 7 Minuten, dann sind wir schon durch. Sind denn PR und Politik ungefähr dasselbe? Nein, überhaupt nicht. Politik befasst sich mit den Herausforderungen und Problemen, die wir hier als Gesellschaft und als einzelne Menschen haben. Und PR ist etwas völlig anderes. PR verkauft Ideen, Gedanken, Marketing. Also es ist völlig anders. Aber es hilft, wenn man in der Politik PR beherrscht. Und sind Sie eine Anti-Bedenkenträgerin und was ist das eigentlich? Ja, ich sehe, das ist das, was ich eben sagte, ich sehe in der Zukunft eher Chancen, ich gucke optimistisch in die Zukunft, fröhlich, während andere vielleicht immer erstmal das Haar in der Suppe suchen, gucke ich erstmal, was möglich ist und kümmere mich dann darum, dass ich das, was sich vielleicht an Problemen darstellt, dann auch löse. Und wird in Deutschland zu viel gejammert? Nicht generell, nein. Und wie lautet denn Ihre Botschaft an 7 Millionen Hartz-IV-Empfänger? Für 7 Millionen Hartz-IV-Empfänger wünsche ich mir, dass wir sie weiterbilden, dass sie eine Chance haben, aus dem Hartz-IV-Bezug herauszukommen. Das geht schwerer jetzt durch den Mindestlohn für einige, leider, das muss man sagen. Und für alle, die noch nicht in Hartz-IV und hoffentlich nie dahin kommen, wünsche ich mir einfach die beste Bildung der Welt, um das möglichst zu verhindern. Freiheit in Zeiten der islamistischen Bedrohung, Freiheit, Persönlichkeitsrechte im Netz. Warum macht die FDP so wahnsinnig wenig aus diesen Killer-Themen? Ich glaube, wir äußern uns da mehr als jede andere Partei zu diesen Themen. Man hört weniger, weil uns die Bühne des Deutschen Bundestages fehlt, das ist richtig. Traumjob, deutsche Außenministerin, Sie können es zugeben hier. Nein. Und was würden Sie denken, Ihre persönliche Prognose, wann haben wir endlich eine Frau als Außenministerin in Deutschland? Wie lange dauert das noch? Gut, jetzt wo wir schon eine Verteidigungsministerin haben, ist das sicherlich in greifbarer Nähe. Und in welchem Beruf wollen Sie nach der Politik vielleicht noch Geld verdienen? Haben Sie da eine Idee? Es gibt vieles, was ich gerne noch machen möchte, aber jetzt möchte ich erstmal noch eine ganze Zeit lang Politik machen. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Absatz, das ist der Talenttest. Sie nennen Ihre Begabung in Punkten zwischen 1 Punkt oder 0 Punkte, keinerlei Begabung, 10 Punkte, total begabt. Ja? Spaßpolitikerin. 1. Powerfrau. Das müssen Sie jetzt definieren. Powerfrau ist eine Frau, die nach vorne geht, die Kraft hat, die strahlt. 10. Wow. Klönschnackerin. Das ist so ein geiles Wort. Klönschnackerin. Klönschnackerin. Das mache ich ganz gerne. 7 bis 8. Karrieristin. Ist ja nicht verboten, Karriere machen. Ja, aber dann wäre ich nicht in die Politik gegangen. 3 bis 4. Deutsche Außenministerin? Das könnte ich sicherlich gut, ich will es aber gar nicht. 7. Das war jetzt die erste Agenturmeldung. Könnte ich gut, war nicht gut. War gut. Es kommen ein paar Psychologiefragen, ist klar, kann man nicht worum. Wann sind Sie zuletzt in Tränen ausgebrochen, Frau Suding? In
Tränen ausbrochen, vielleicht nicht. Am Montag war ich auf einer Gedenkveranstaltung im KZ Neuengamme und das war eine wirklich bewegende Veranstaltung, wo ich tatsächlich ein paar Tränen verdrückt habe. Und wann haben Sie zuletzt einen armen Menschen in den Arm genommen? Ein Bürger, ein Mensch, den Sie gerne umarmt? Sie meinen so, vielleicht so einen armen, kleinen, pubertierenden Jungen, der mein Sohn war, heute Morgen? Vor allem. Und wie nehmen Sie dem Johann, als der nicht Johannes, die Angst vor dem Einschlafen? Was sagt man da zum Kind? Sie sind inzwischen so alt und brauchen so wenig Schlaf, dass wenn ich müde bin und schlafen gehen will, die noch längst nicht so weit sind, die mich also quasi ins Bett bringen. Also das, die Zeit sind vorbei. Ach, wie fein. Die Kinder bringen von ihrem Mama ins Bett. Und was macht die Flugangst? Ist das schlimm gerade? Ich fliege nicht gerne, aber wenn ich mich ablenke, geht es einigermaßen. Wie lenkt man sich da ab? So Tipp an die anderen mit Flugangst? Was lesen. Machen? Ich lese oder arbeite was. Also konzentriere mich einfach auf andere Dinge. Und wie haben Sie Ihre Angst vor der freien Rede in den Griff gekriegt? Das ist ja eine eigene Kunst, also ohne Manuskript, ich habe auch jetzt Zettel in der Hand. Freie Reden? Das hier ist heute ja keine freie Rede, ich muss Ihnen ja nur antworten. Ist tatsächlich immer noch eine der Dinge, die ich nicht wirklich gerne tue, gebe ich gerne zu, habe ich heute eben erst in der Bürgerschaft getan. Da ist es inzwischen okay, aber sonst muss ich schon ein bisschen tief durchatmen, bevor ich dann wirklich einen größeren Redeauftritt habe. Sie haben heute was zuletzt geredet? Heute habe ich in einer Aktuellen Stunde in der Bürgerschaft geredet zum Thema 70 Jahre Befreiung von der nationalsozialistischen Herrschaft, also 8. Mai. Ist es voll ungerecht, wenn die Zeit schreibt, dass Ihnen ja nur darum geht, schnell bekannt zu werden? Hat die Zeit das geschrieben? Hat die gemeine Zeit geschrieben. Voll ungerecht. Voll ungerecht. Und welchen Satz der Politikerin Katja Suding können Sie selber gar nicht mehr hören? Man muss ja dann irgendwie im Wahlkampf Sätze wiederholen, auch bis zum Verrücktwerden. Welcher Satz, obwohl er vielleicht sogar gut ist, hängt zum Hals raus? Da gibt es so ein paar, die man am Ende irgendwann nicht mehr sagen mag, aber dann kann man sie auch umformulieren und man lässt sie mal weg, fällt mir jetzt keiner ein. Und wenn Sie den Panzer, schade, dass Ihnen der nicht einfällt, wenn Sie den Panzer beschreiben müssten, den man sich als Profi, als Politikerin zulegt, ist der eher aus Stahl, eher aus Glas oder eher aus Gummi? Ich lese selber manchmal erstaunt meine eigenen Fragen. Der ist eher aus Stahl. Man braucht diesen Panzer tatsächlich, wenn man in der Öffentlichkeit steht, wenn man auch viele Fragen gestellt bekommt, nicht nur von ihm jetzt, sondern auch von vielen anderen, dann ist das ganz hilfreich, um selber einfach klarzukommen. Haben wir jetzt zu wenig über Politik geredet? Richtig viel haben wir nicht über Politik geredet. Und wie geht's Dirk Niebel? Keine Ahnung. Und wie geht's denn Silvana Koch-Mehring? Auch keine Ahnung. Und ist der Hans-Olaf Henkel in der FDP willkommen? Vor ein paar Jahren wäre er sicherlich bei uns willkommen gewesen. Und welchen guten Tipp zuletzt vom Genschman, vom Genscher bekommen? Bin schon ein paar Monate nicht gesehen, aber ist immer wieder nett und ganz beeindruckend, mit ihm zu kommunizieren. Und ist es wahr, dass Sie bei der Veronika Ferretz und beim Carsten Maschmeyer zur Hochzeit eingeladen waren und da gar nicht hingegangen sind? Nein, das ist nicht wahr. Und halten Sie, obwohl Ihr PR-Berater ihn da sozusagen von abhält, weiter Kontakt zum Theodor von Guttenberg und seiner Frau Stephanie? Also A, habe ich keinen PR-Berater und zweitens habe ich keinen Kontakt zu den beiden. Mit dieser abstrusen Frage beenden wir 99 Fragen an Katja Sudig. Sie waren ganz wundervoll. Herzlichen Dank.